Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir über eine Paragon-Kiste bekommen können. Und zwar habe ich das jetzt endlich mal gedroppt bekommen. Das schimpft sich verseuchte Arachidenpanzer. Und diesen kriegen wir über die Paragon-Kiste aus Maldraxxus. Das ist die Kiste von der unvergänglichen Armee. Und wie ihr da oder wie ihr an die rankommt, ist relativ simpel. Ihr müsst in Maldraxxus Ruf farmen für die unvergängliche Armee, bis ihr ehrfürchtig seid. Und sobald ihr ehrfürchtig seid, könnt ihr dann immer 10.000 extra Ruf noch farmen. Und dann bekommt ihr eine Kiste. Und wenn ihr die Kiste aufmacht, habt ihr eine Chance, dieses Toy rauszubekommen. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Aber 10.000 Ruf zusammen zu farmen, müsst ihr halt erstmal zusammenkriegen. Falls ihr nicht wisst, wie ihr am besten den Ruf zusammenkriegt, am besten macht ihr immer, wenn die Berufung in Maldraxxus ist, die Berufungsquest, die bringt 1500, beziehungsweise eine epische ist, dann sind es 2000. Ihr könnt natürlich auch jede Sidequest, beziehungsweise Worldquest an sich machen, die bringen auch alle Ruf. Zur Dropchance kann ich noch nicht sonderlich viel sagen. Zur Zeit der Aufnahme gibt es leider auf WoW Head noch keine Dropchance. Ich habe irgendwas zwischen 10 und 15 Kisten aufgemacht und hatte das Item. Das war aber auch das Item, was am längsten aus den Kisten gebraucht hat. Ich vermute mal, dass die ganzen Items aus den Kisten so um die 10% Dropchance haben. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal das Toy an. Dafür lernen wir es, verseuchte Arachnidenpanzer. Einmal hier gelernt und dann gucken wir mal, was das Ding Schönes macht. Und zwar benutzt, platziert einen verseuchten Arachnidenpanzer in der Nähe. Berühren auf eigene Gefahr, hat 5 Minuten Abklingzeit. Also, wir haben ihn aufgestellt und das ist so ein Ei, das jetzt hier so komisch pulsiert. Und wir können das anklicken, das machen wir jetzt mal. Stören. Ah, okay, dann springt so ein Viech auf uns drauf und greift uns quasi an. Okay, und jetzt haben wir einen Debuff. Magen verdorben. Ihr fühlt euch nicht gut. Ihr fühlt euch gar nicht gut. Okay, jetzt hänge ich so ein bisschen komisch rum. Achso, wenn ich laufe, dann ist es normal, ne? Hab ein grünes Gesicht. Aber sobald ich stehen bleibe, ist mir anscheinend relativ übel. Okay, und dann haben wir quasi hier eine Minute lang so ein Debuff drauf. Ich habe schon gehört, wenn das Ding ausläuft, dann soll da noch irgendwas draus rausschlüpfen. Also eine relativ unschöne Geschichte. Übrigens, so als kleine Randinformation, wenn ihr diese Paragon-Kisten an sich farmt, dann ist es übrigens so, dass ihr da verschiedene Items rauskriegt. Unter anderem gibt es da auch einige Pets raus. Und ich meine, es waren zwei Mounts waren es. Also diese Kisten sich zu farmen, diese Paragon-Kisten, das lohnt sich auf jeden Fall. Unter anderem gibt es dann halt auch noch schöne Toys. So, jetzt gucken wir mal. Debuff ist gleich ausgelaufen in zwei, was da noch rauskommt, dass wir das volle Spektrum haben. Ah, jetzt kotzen wir hier so ein bisschen und ihr seht, jetzt kommen da so kleine Larven raus. Also, ist schon ein bisschen eklig, aber ein lustiges Toy tatsächlich. Die Frage ist, wenn ich das aufstelle und jemand anderer das anklickt, wahrscheinlich passiert dann dasselbe. Da wäre das eigentlich ganz lustig zu beobachten, wie die anderen Spieler dann gucken, wenn sie sich den Magen damit ein bisschen verderben. Gut, damit wären wir tatsächlich auch schon wieder am Ende von dem kleinen Toy-Video. Ein paar kommen jetzt noch bis zum nächsten Patch. Mir fehlen jetzt nur noch 4 Toys an sich. Mal gucken, wann ich die nächsten bekomme. Und dann gibt es dann wieder das nächste kleine Toy-Video. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.